Ja, hallöchen und herzlich willkommen. Damit sind wir bei Rollercoaster Tycoon World in unserem kleinen, aber feinen Let's Play and Remember angekommen. Ja, dieser Teil verdient vielleicht ein, zwei Worte vorher. Es ist ein furchtbares Gerät. Nee, also Rollercoaster Tycoon World ist leider nicht der Nachfolger geworden, der von den Fans wie mir gewünscht wurde. Das Spiel ist nämlich ziemlich scheiße. Sagen wir es leider, wie es ist. Es ist traurig, aber wie soll man es beschreiben? Von Anfang an war das Spiel super schlecht gebalanced. Also Framerate und so, das kann es knicken in dem ganzen Spiel. Es wurde kaum was gemacht. Es wurde eigentlich nur gemeckert von den Leuten, also von den Käufern, und ich war leider einer der Ersten, die es mitgekauft hat. Ich habe also sehr viel Geld für dieses Spiel rausgehauen. Hab's aber tatsächlich nicht gespielt. Nicht großartig, weil das Spiel echt scheiße war. Ist von 2016 und mittlerweile, glaube ich, schon lange, lange, lange in der Versenkung verschwunden. Also groß weiterentwickelt wird es nicht mehr. Weil hat keiner Bock mehr drauf. Also ja, mittlerweile gibt es deutlich bessere Parkaufbausimulatoren. Daher ist leider Rollercoaster Tycoon World so der traurige Rest von dem, was Rollercoaster Tycoon mal war. Aber Juti, wir schauen natürlich trotzdem mal rein, wie immer in dieser Rubrik ein Stündchen reingucken und lass uns überraschen. Ja, ich mach mal den Story-Modus. Also das ist ein Park, den ich angefangen hatte. Sandkasten-Modus natürlich. Wir können ja mal in den offiziellen Story-Modus reingucken. Denn man muss den Story-Modus machen, um bestimmte neue Attraktionen freizuschalten. Es gibt Punkte. Und mit diesen Punkten lassen sich halt hier, wie ihr oben seht, gewisse Sachen freischalten. Jetzt habe ich eine Salatbar freigeschaltet, im mexikanischen Stil anscheinend. Hier nochmal schick da. Und die verdient man sich halt, indem man hier gewisse Aufgaben erfüllt. Also quasi wie in den ersten Teilen auch schon, diese gewissen Aufgaben. Nur, dass sie halt hier dafür sorgen, dass man am Ende noch einen Elefantenbusch rumstehen hat im Park. Weiß nicht, machen wir noch irgendwas? Hier ein Ballonstand, ist doch schön. Sci-Fi Teddybären, ich habe keine Ahnung. So, Geld ausgegeben. Crashkurs, Achterbahn. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Blau ist schon erfüllt. Ich glaube, die hatte ich damals tatsächlich schon gemacht. Das ist ja hier 1, 2, 3, 4, 5. Hier bin ich, glaube ich, hängen geblieben bei der Achterbahn-Ecke, weil den habe ich noch nicht geschafft. Ist noch nicht freigespielt. Nein, gucken wir doch mal hier. Wobei, vielleicht nicht das Beste. Herausfordernde Schlucht. Ach. Ich lade einfach mal den alten Spielstand. Ich weiß nicht, was ich da gemacht hatte. Wir gucken einfach mal rein. Schauen, wie gesagt, nochmal so ein bisschen in die verschiedenen Spiele rein. Ich zeige euch ein bisschen, wie das Spiel aussieht, wie es läuft, wie es funktioniert. Vielleicht schreckt das ja den einen oder anderen noch ab, der das noch auf der Wunschliste hat. Ich hätte es wirklich gern gemocht. Ich hatte wirklich damals eine Hoffnung. Ja, es lief wie Schrumps. Jedes Mal, wenn man irgendeine Bahn setzen wollte, die FPS sind sowas von eingebrochen. Dann ging gar nichts mehr. 100... Besucher fehlen noch. Aber noch 15 Punkte dazu. So. Also ich hätte mich wirklich gefreut und hatte wirklich gehofft, dass es besser wird, aber es hat sich leider überhaupt nichts getan. Ich hatte dann, wie gesagt, 2016 kam es raus. Letztes Jahr hatte ich nochmal reingeguckt in 2020. Ich habe schön gebaut hier. Wieso genau fegt der Busch hier in der Botanik? Wieso kriege ich das jetzt gerade nicht weg? Ich hätte gerne den Busch. Busch? Huch, Pasta Poeta. Essensfan. Was? Essensfanatikerin mit einer Vorliebe italienischen Küche. Ein Beeinflusser kommt. Ankunft 16. Mai bleibt 30 Tage. Ergönnung, ne? Ich werde Ed Glitzerschlucht besuchen und die Restaurants testen. Hoffentlich gibt es dort Pasta. Ich werde euch sagen, ob der Park ein Besuch wert ist. Hashtag Essen, Hashtag Pasta, Hashtag Italien für immer. Wenn dein Park dem Beeinflusser gefällt, wird er die Kunde unter seinen Followern verbreiten. Dadurch wird dein Park berühmter und zieht mehr Besucher an. Ja,
50 Follower hat er. Das ist wirklich viel. Dann schauen wir doch mal. Hätten wir wirklich gern, wenn wir nicht diesen Busch hier irgendwie den Busch abreißen. Ja, fliegende Büsche weg. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Jetzt haben wir gerade dieses komische Event hier getriggert. Also es kommt halt automatisch dazu. Wir können ja mal gucken, was wir so haben. Wir haben Sushi, wir haben die gerade freigeschaltete Salatbar. Hier ist ein Bolognese-Stand. Den sollten wir doch auf jeden Fall mal bauen. Und da hat es schon die ersten Clipfehler gegeben. Ich hoffe, Sie können das trotzdem benutzen. Ja. 7,50 Euro für eine Mahlzeit. Kann man mal machen. Auch Bock drauf. Sonst noch irgendwas? Ich möchte nämlich, glaube ich, eher Restaurants als Imbissbuden haben. Eine italienische Abenteuer-Imbissbude, das sind nur die Skins. Können wir nicht kaufen, wir haben kein Geld mehr, keine Punkte mehr. Hier hinten sind, glaube ich, die Restaurants. Eiskaffee, Erdbeeren, Schokolade, Noah und Kohl, amerikanisch. Warum auch immer das hier auf Englisch steht. Aber scheinbar haben wir das Restaurant an sich noch nicht freigeschaltet. Wir haben nur diese kleinen Mini. Ah, geh weg. Jetzt angeklickt. Nein. Wir haben nur die kleinen Essens. Ups. Boah, das ist. Und das andere. Amerikanische Küche gibt's da. Spaghetti ist mir erstmal wurscht. Schauen wir mal hier mit hin. Qualität Mittel kann man einstellen, wie man das machen möchte. Infos gibt's dazu. Besucher, Musik geht auch. Verrückte Schaufel, Schaufel. Warum fliegt die ganze Szenerie? Warum? Ja, haben wir überhaupt schon Leute eingestellt? Also hier geht das jetzt wieder so, wie das in eigentlich erneueren schon fast üblich ist. Es gibt hier Personalgebäude. Und in diesen Personalgebäuden, jetzt machen wir einen Mechanikerstand. Irgendwohin, war noch irgendwie Platz. Machen wir das hier unten. Kann ich drehen. Umschalttaste gedrückt und drücke. Ah, okay. Umschalt habe ich vergessen. So, jetzt mal den hier unten hin. Verbinden den Weg so gut wie möglich, denn das ist auch nicht ganz so einfach. So. Jetzt können wir hier halt sagen. Wieder weg. Öffnen und hier können wir 1 bis 3 Angestellten auf die Wiese schicken. So war das. Yay, wir haben alle Attraktionen erstellt. Ja, wir spielen aber mal weiter. Glaube ich. Ja. Also es war, haben jetzt gerade eine Aufgabe erfüllt, dass wir die 150 Leute im Park haben. Hab ich hingestellt, Informationsstand. Kennen wir ja aus den vorherigen Teilen. Aber ihr seht ja schon wieder, diese Clip-Problematik ist von Anfang an dabei gewesen. Nervig leider. Hier können wir wieder mitfahren. Wir haben alle voll Bock. Nächste Kamera. Geht ein bisschen mit. Stationskamera. Und das war's. Ist da Bescheid? Hier können wir auch mitfahren. Hui. Hui. Oder so. Schön, schön. Oder mitfahren. Yay. Durch die fliegenden Büsche. Das ist super. Oder von außen betrachtet. Jawohl. Also wie bei den Vorgängern auch üblich, kann man ja wieder mitfahren. Ja, machen wir hier, ne? Für die sanfteren Gemüter. Eine Runde Hoppelpferdchen bauen, fahren. Die Leute haben auch echt alle voll Bock auf das, was sie hier tun. Ja, habt ihr gesehen. Fliegenden Sachen hier, ist ja furchtbar. Aber ich glaube, wenn ich das hier so sehe, ich glaube, ich hatte das Terrain ein bisschen runtergesetzt. Wahrscheinlich waren die Bäume alle oben drauf, ähnlich wie hier. Und durch das Runtersetzen des Terrains ist irgendwie alles, ja. Geld haben wir eigentlich. 12.000 der Geldbörse in Einrastung.
Da hilft das Spiel ein bisschen mit. Man könnte doch auch irgendwie neue Plätze kaufen. Also wir können ja mal gucken. Hier haben wir die üblichen Wege. Den Punkte haben wir. Hier können wir auch wieder ein bisschen was freischalten. Kiesweg freigeschaltet. Naja, jedenfalls müsst ihr dafür halt die Story sozusagen machen. Um diese wunderschönen Sachen hier freizuschalten. Jetzt mittlerweile gehen auch Gewundene. Man kann wieder groß, klein, mittel einstellen. Warteschlangen, das ist immer noch derselbe Kram. Also mechanisch gesehen hat sich nicht groß was verändert. Wir haben ein bisschen Deko. Wir haben Bänke. Auch wieder freischaltbar. Ah, mit Schokolade. Schokoladenthema. Welche schicken Freunde. Maschendrahtzaun, immer beste. Ein paar Deko-Objekte. Wir haben Scheinwerfer. Ein paar Luftballons. Theoretisch, was macht der? Ah ja, der produziert Luftballons. Wir haben hier ein paar Blubbelblasen. Kleinere Partikeleffekte zum Schickmachen. Halloween, Spinnennetze. Über große Blümchen. Auch sehr schön. Also üblichen Verdächtigen, ne? Das ist schon schön. Wir haben die üblichen Zerstreicher. Mensch, Pasta Poeta fand super. Das italienische Essen bei Ed Glitzerschlucht war einfach delicioso. Ihr solltet es unbedingt mal probieren. Geil, unser Ruf hat sich verbessert und jetzt kommen mehr Leute, weil Madame gesagt hat, Spaghetti schmeckt. Weiß auf den Rest, aber Spaghetti schmeckt. Wir haben ein bisschen, das ist Alien-Thema hier. Das ist die Deluxe-Version, da waren glaube ich noch so ein paar Packs in Anführungsstrichen dabei. Ich weiß nicht, ob es den Namen verdient hat, aber jedenfalls, ne? Ein bisschen Szenario-Objekte. Gibt wieder Blümchen. Ja, Bäumchen. Da hat die wieder schicke Sachen mit basteln. Gibt wieder irgendwelche Felsen zum Hinstellen. Auch schön. Zahn, damit kann man so tun, als sähe es gut aus. Den habe ich nicht. Hier Objekte, irgendwelche, ja. Ja. Ihr seht's ja. Oh, hier kommen wir natürlich Zutritt verboten. Der für hier unten. Könnte man auch einstellen, wer durch darf, ne? Oder ist das nur für zu. Für. Auch mal verschieben? Nein? Oh, keine Ahnung. Schilder, Brunnen, beziehungsweise ganze Plätze. Ich eigentlich cool fand. Aber ihr seht ja schon, jedes Mal, wenn ich irgendwas anklicke, ne, dann dauert es ewig, bis es geladen ist. Das haben sie leider absolut gar nicht in den Griff bekommen. Ich würde sagen, die finde ich eigentlich ganz cool, weil das sind ganze kleine Parks in irgendeinem Stil. Wenn die also irgendwie hinsetzt, dann hast du gleich mit Bank und allem drum und dran und Picknicktisch. Und das finde ich eigentlich, wie gesagt, wirklich ganz cool. Seitengassenplatz hier gekauft. Ja, und da lädt es wieder. So, keine Ahnung, wohin damit. Da kriegen wir den hin. Die Warteschlange, ne? Na egal. Müssen wir trotzdem drum rumkommen. Sind wir hier schick mit Muschelwarteschlange. Ich habe keine Ahnung, welcher Weg das da oben ist. Welchen wir so genommen haben. Wir haben den genommen. Ah, die Wege bauen ist auch nicht ganz so einfach. Aber schwupp. Haben wir das quasi angeschlossen und haben jetzt hier ein paar Mülleimer, wir haben ein paar Bänke mit Licht und Blümchen und allem. Also das, wie gesagt, finde ich eine coole Idee. Kann man das nicht immer selber bauen, kann man sich einmal bauen. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir das Blueprints zu speichern. So das Übliche. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Nutzerinhalte, haben wir gerade nichts hier dabei. So, dann haben wir die üblichen Gebäude. Dann haben wir die Essenssachen, die haben wir schon mal kurz durchgeguckt zum selber bauen. Verschiedene Designs natürlich wieder. Wir haben. Machen wir auf. Spaghetti. Habe ich jetzt Bock drauf.
im Souvenirläden. Den Ballon hatten wir auch gerade freigeschaltet. Gibt's auch gleich dazu. Ziel alter Kind. Lässt sich auch noch einstellen. Gewöhnliches Motiv. Das die Balloon. Musik lassen wir uns mal. Lassen wir mal weg. T-Shirts. Sonnenbrillen. Sonne scheint, also von daher. Bitteschön. Ups, haben eben geklickt. Nein. Den hätte ich gern geöffnet. Oh, hier Erwachsener. Haben wir 50 Cent drauf. Dann Kinder mit Sonnenbrillen. Nix ist. Hier gibt es noch einiges zum Freischalten. Wieder verschiedene Designs. Buletten, ja. Das waren die Personalhäuser. Da gibt es den Hausmeisterstand, den Sanitäterstand, Mechaniker, Animateure natürlich wieder und ist der Rohbau. Also diese vier Sachen gibt es jetzt hier. Weil ich das gerade sehe. Kann nicht ganz aussehen wie Schweinerei hier, ne? Ein paar Mülleimer hier hinsetzen. Vielleicht kümmert sich da ja auch jemand mal drum. Hier ein paar schicke Bänke dazu. Einfach mal was können. Jetzt haben wir noch. Hat man hier auch so eine schöne, genau, das hat man doch auch freigeschaltet. Das hier hinstellen. Kommen sie dann dahin? Bin mir nicht ganz sicher. Wir schauen mal. Eierschein. Mülleimer. Er ist auch süß. Warum stehst du in der Mülltonne? Warum steht hier alle in der Mülltonne? Jo, gut, das haben wir uns angeguckt. Hier haben wir Attraktionen wieder unterteilt in Kinder, Familie, Nervenkitzel. Später auch noch Achterbahn, die haben wir jetzt hier scheinbar nicht, wegen der Szenarien. Aber ja, das ist schon eigentlich ganz niedlich designt. Hier, die finde ich ganz knuddelig. Schon mal irgendwo gesehen. Mal Shift drücken, können wir mal hier hinstellen. Ist natürlich auf Kinder aus. Das haben sie vom dritten Teil halt übernommen. Mit Zielgruppen, ach, kann ich die nicht so wegmachen? Geht das wieder nicht mehr? Das weiß ich gerade gar nicht. Wir können die ganzen fliegenden Büsche mal ein bisschen dezimieren hier. So einfach. Fliegende Objekte zu treffen. Naja, ich glaube, ich hatte einfach das hier ganz komplett abgemäht. Deswegen fliegt das auch alles so komisch. Aber wie gesagt, großen Spaß hat es mir sowieso nicht gemacht, weil die Performance echt teilweise unter aller Sau ist. Um es nett auszudrücken. Und ja, es hat viel lange Zeit nicht funktioniert und nur so semi-gut und na, ihr seht's ja. Jedenfalls, mich hat es leider nicht abgeholt. Jetzt 2 Euro, Gönnung. Ihr seht auch die Grafik. Ja, es ist ganz knuddelig, aber dafür, dass es 2016 rauskam. Wenn man so an Konkurrenten denkt, ne? Nehmen wir mal keinen in den Mund. Aber ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Es gibt halt leider wirklich bessere Spiele. Es ist einfach so. Tut mir leid. Oh, 6 Dollar minus. Ich habe eh kein Geld mehr. Passt. Gut. Attraktion. Attraktion, Schaukel, Flügel, Riesenrad, Wirbelsturm, Nervenkitzel haben wir schon ein paar hier rumstehen. Achterbahn dürfen wir nicht. Stück für Stück dürfen wir auch nicht. Also können wir selber Gebäude bauen. Können wir wieder anpassen. Wir können den Bodenbelag ändern. Natürlich Wasser machen. Die Schlucht ein bisschen hochheben. Hui! Super. Wasser in die Schlucht. Ah, hier war die Parkerweiterung.
Hier können wir natürlich theoretisch, wenn das in dem Szenario möglich wäre, den Park noch ein bisschen erweitern. Ansonsten haben wir die üblichen Sachen. Wir haben so ein paar Heatmaps eingebaut. Was generiert Einnahmen, was nicht so. Nur Achterbahn haben wir gerade nicht, nur flache Attraktion, nur Läden. Ebendichte, Abenteuer, Western, Sci-Fi, Whimsy only. Wenn wir uns angucken, welche Themenbereiche wir hier haben. Gesamtes Personal. Wir haben scheinbar nur, ach ja, da sehen wir so rumstückeln. Wir haben scheinbar nur die beiden Werkzeuge gut hier rumlaufen. Hab ich noch gar nichts gebaut. Naja gut, hat ja auch so funktioniert. Kann ja noch einmal das hier zubauen, jo. War nicht ganz so scheiße aus hier. Der Rest ist uns erstmal wurscht. Wir haben ja offiziell das Szenario eh schon abgeschlossen. Wir könnten also schon weiterziehen. Können wir auch gleich nochmal machen. Dann seht ihr auch vielleicht mal ein, zwei Achterbahnen. Ah, die Beute, Betsy. Sollte die an jemanden erinnern? Abenteuerlustige Vergnügungsparksuche. Souvenirs mit Abenteuermotiven. Ah, ich wette mit euch, das ist ein kleines Easter Egg. Was ich wieder irgendwie niedlich finde. Aber sie hätte gern Souvenirs mit Abenteuermotiven. Da gucken wir nochmal kurz und dann switchen wir mal. Super Shirts. Also ich finde ja T-Shirts sind sehr abenteuerlich. Hier auch was umbauen. Achsenmotiv gewöhnlich. Märchen. Western, Sci-Fi, Abenteuer. Hier ein Abenteuer. Raumfinger. Reicht das? Sich mit dem in die Quere. Keine Ahnung, Motiv Abenteuer. Ah. Da steht es dann auch bei. Also es kommt drauf an, also es liegt daran, wie der Laden aussieht, was der verkauft. Gucken können wir, glaube ich, leider nichts. Aber schon Texturen lassen grüßen. Dolly Specials. Hm. Nicht so aus, ob der Schaumstofffinger verkauft. Ja, hier nochmal ein bisschen reingucken. Auch nicht viel los. Läden sehen alle gleich aus. Da kommt man nicht rein. Gleich aus, gleich aus, gleich aus. Jetzt sagen wir, einer von nicht Luftballon stand. Ja, Liebe zum Detail fehlt ein bisschen. Ach, hier drüben hätte ich noch mal Tränken stehen. Oh. Ja, passt schon. Beauty. Das auch mal angeguckt. Mehr kann ich euch auch grundsätzlich gar nicht zeigen. Denn das war's. Der übliche Kram halt jetzt noch bauen, managen, wachsen lassen. So gerade, wie komme ich hier wieder raus? Option. Von ewig schreiben. Bitteschön. Beenden Hauptmenü. Oh, und die Ladezeiten, die sind teilweise auch echt furchtbar. Ich habe vorhin versucht, irgendein anderes Spiel fortzusetzen. Hab nicht geladen, ich musste das Spiel abschießen. Ging nichts mehr. So laden, haben wir ja auch schon was gemacht. Ladescreen, Ladescreen. Ich bin ja ein großer Rollercoaster-Tycoon-Fan, aber ja, damit haben sie sich leider nicht mit Ruhm bekleckert. Voilà. Wäre sehr schön gewesen, wenn, aber leider das ist ziemlich in die Hose gegangen. Ich hätte es lieber bei 3 lassen sollen. Gibt doch, glaube ich, von dem Spiel noch einen mobilen Ableger, wenn ich mich nicht irre. Ein Handy-Game. Fancy Achterbahn. So, wähle Station, klicke drauf. Tatsächlich eine komplette bauen. Wähle Achterbahn im Menü, dann kann. Wähle dann die Achterbahnart, die du bauen möchtest, und dann den Achterbahn-Menü. Dann spielen wir noch ein bisschen das Tutorial.
Schauen wir uns mal eine hässliche Achterbahn. Das habe ich euch in den letzten ja immer etwas vorenthalten. Aus zeitlichen Gründen. Aber haben wir eine halbe Stunde, dann können wir noch ein bisschen was gucken. Keine Ahnung, was wir bauen wollen. Fliegende Achterbahn, verkehrte Achterbahn, Hochgeschwindigkeits. Achterbahn, Wing Coaster. Drehachterbahn. Looping-Achterbahn. Hypercoaster. Ach, hier ist eigentlich mir völlig wurscht. Ich habe scheinbar schon mal versucht, hier irgendwas zu bauen. Ich bin eh nicht so der Achterbahnbauer. Ich glaube, ich bin ziemlich gescheitert. Wir probieren es mal. Hui. Cool, jetzt können wir das hier fröhlich ziehen. Eigentlich müssten wir ja ein bisschen. Nee, geradeaus ist nicht richtig. Ein bisschen hoch. Na, hier beschleuniger. Kettenzug. Eigentlich ist das schon falsch hier. Na dann, bauen. Bauen. Juhu. Bauen. Klicke auf einen Knotenpunkt und drücke entfernen, um ihn zu löschen. Ein Knotenpunkt. Der hier. Oh. Knotenpunkt entfernen. Yay, das Tutorial geschafft. Achterbahn, baue drei Achterbahnen. Ja, wir machen jetzt mal eine ziemlich Low-Bob-Bahn hier. Was dürfen wir denn noch machen? Holzachterbahn bauen. Achterbahn bauen, eine maximal Länge 750 Minuten? Oh, Bianca kommt. Das ist super. Freuen wir uns. Nun ja, Tekken-Herausforderung. Achterbahn bauen, eine Art stehend. Einen, den ich nicht schaffen werde. In einem Park ist es sehr dunkel, vielleicht sollte ich ein paar Laternen einbauen. Können wir hier mal vielleicht kurz pausieren oder so? Gab es nicht hier irgendwie da? Wir sind vielleicht gerade am Achterbahn bauen, daher. Gehen wir hier auf den Keks. So. So, jetzt voll runter. Oh. Geschwindigkeit zu hoch. Bin ich ja Streckenteil. Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Oh oh. Falsche Richtung. Hui. Und jetzt das so machen? Nein. Oh nein. Gerade geht auch nicht. Hm. Komm ich denn jetzt wieder hier in vernünftige Bahnen? Im wahrsten Sinne des Wortes. In meinem Park ist es übrigens immer noch sehr dunkel. Wolltest du mal erwähnt haben? Tief gemacht hier. Muss ich das ein bisschen sachter machen? Ich überhaupt noch um die Ecke komme. Das ist eine ganz furchtbare Achterbahn. Kann man nicht viel Geld für nehmen. Besonderheiten. Jetzt können wir. Oh. Wir könnten theoretisch, aber wir bauen durch den Berg. Das kriegt das Spiel so nicht hin. Sturzlooping. Hm. Aber jetzt gehen wir doch nicht damit auf den Keks. Ich hab pausiert. Mein Park ist jetzt. Ja, also, ach, mal das funktioniert. Das geht. Yay, dann bauen wir das doch. Bauen? Ich hab keine Ahnung, ob die Bahn da durchkommt. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Streckenteile. Automatisch vervollständigen ist leider nicht möglich. Schade. Können wir eigentlich nicht unter dem Berg bauen? Ich meine, da kann man auch durchbauen. So, dann eigentlich wieder ein Stück hoch. Weil wir hier einen Kettenzug brauchen. Wir müssen hier irgendwie über diesen Berg drüber kommen. Richtung. Bauen. Bauen. Alle Strecke. Ich bin nicht gut im Achterbahn bauen. Es tut mir leid. Bauen. Hui, kann ich jetzt automatisch vervollständigen? War das? Nein, natürlich nicht.
Nee, falsche Richtung. Da wieder nicht mehr. Ah. Komm, jetzt so. Vollständigen. Ich glaube, ich habe die Anfangsstrecke da nicht so gut hingebaut. Verdammt, ich wollte eigentlich den machen. Ah. Aber der Berg wird uns im Weg sein. Nicht von hier, nicht möglich. Warum geht das nicht? Das sieht eigentlich gar nicht so falsch aus. Hätte ich jetzt Laie jetzt gesagt. Okay. Okay, jetzt baue ich mich hier um Kopf und Kragen. Hilfe! Ich kann das mit Terrain bearbeiten. Parkerweiterung, den wollte ich eigentlich. Ja, vielleicht den Berg ein bisschen abbauen. Oh, was für ein Geräusch. Sanieren. Ja, weg. Radikal weg damit. Jetzt seht ihr auch, was beim letzten Park passiert ist. Nee, ich will weiterbauen. So, kommen wir jetzt irgendwie wieder zum Anfang zurück. Kurvengeschwindigkeit zu hoch. Scharf genug gewesen. Jetzt. Das kann ich aber machen, ja? Das funktioniert. So, Beschleuniger, Reibungsbremse. Was für theoretisch sind wir einmal rum. Ob das irgendwie funktioniert, bezweifle ich tatsächlich mal. So, wir testen mal. Ah, geht so. Hätte die Schienen. Verringert die Reibung. Strecke auf nahezu null. Warum sollte ich das tun? Fangen wir mal vorsichtig wieder an und machen mal einen Test. Läuft schon. Nein! Ich bin draufgekommen. Test, ich möchte mitfahren. Guck mal, was wir hier gebaut haben. Oh oh. Wie? Oh oh. Ich wollte gerade fragen. Haben wir eigentlich genug Stoff drauf? Nein, haben wir nicht. Oh. Ja, das war ein Erlebnis. Aber diese alte Achterbahn ist jetzt bereit für das Scheinwerferlicht und dafür. Und du dafür, dass deine eigene Achterbahn zu bauen. Wie? Muss ich nochmal? Anzeit-Event. Das ist Dino. Oh, das ist. Sorry, ist noch nicht komplett. Ganz eine Steinheit, das kommt nur ein Punkt, wenn du zwei gedrückt hältst. Ah. Müssen wir jetzt machen. Über eines Knotenpunkts verändern. Stopp erstmal, hol mal die Straße da wieder, die Bahn da mal wieder von der Straße. Warte mal, indem du 1 gedrückt hältst. Achso, hier unten sehen wir das. Umschalttaste. Ah. So. Du kannst die Steinheit des Knotenpunkts verändern, indem du 2 gedrückt hältst und dann das vor und zurück bewegst. 2. Boah, habe ich schon mal erledigt. Du kannst die Rotation eines Knotenpunkts verändern, indem du 3 gedrückt hältst und dann das umschalten Mordadello. Übliche Problem. Moment. So viele Tasten. Nicht korrekt, oder? Ich drücke 3, wirklich. Wir verwenden der gleiche Zeit noch Minus. Was? Minus? Nein, nicht das Minus. Das Minus. Ah.
Kannst die Neigung des Notenpunkts verändern. Jawohl. Hier gedrückt halten. Minus. Kein Problem, ich bin Achterbahn-Profi. Was mit der Höhe? Hier die 1. Soll ich schon ein bisschen höher machen? Ach, ich muss ja erst den noch halten. Moment. Da ging das auch mit Minus und Plus. Was gleicher Zeichen und Minus? Dann mache ich es runter. Gleichheitszeichen. Ah, ich mach's die ganze Zeit runter. So kann ich so machen. So. Ja, nochmal hin. Wir haben schon irgendwo hin. Wir haben gar nichts gebaut. Ne? Ist das der Ausgang? Ja. Aber mal kurz ein bisschen. Ich glaube zwar nicht, dass wir nicht zum Laufen kriegen. Aber hey, wir haben es versucht. Zu lang. Etwas sehr übertrieben. Oh, Gebäude, Personal. Ja, Essen. Auch erstmal ein Burger. Burger. Reicht hier vielleicht schon? Keine Ahnung. Wir können das Ami-Haus hier nochmal bauen. Da gibt es bestimmt auch Burger drin. Amerikanisches Restaurant. Versuch's mal hier hinzubauen. Da geht's. Sehr gut. Wo kommt ihr denn jetzt her? So, legen wir los. Was machen wir denn jetzt noch? Schließe die Strecke ab, indem du den blauen Knoten am Ende der Station klickst. Die Strecke ist abgeschlossen. Aha, ich war zu schnell anscheinend. Juhu, abgeschlossen. Wähle einen Lift-Hill, indem du auf die Strecke klickst. Was für ein Lift-Hill? Genau, Lift Hill. Farbe noch schick ändern. Oh, blau. S. Und Teile. Was für ein Lift Hill? Oh, das ist voll auf Englisch. Cool. Was für ein Reitermechanismen? Tennis. Ja, geil. War gut. Haben wir gut gemacht. Schnell einen Burger reingeknallt. Haben wir gut gemacht. Mechanismen habe ich jetzt gebaut, ja. Kettenlift um ihn. Den habe ich doch schon lange. Ich habe das doch schon erledigt. Ah, das ist der Lift-Hill. Naja, hat funktioniert. Du bist dran, baue Achterbahn ganz nach deinem Geschmack. Danke, dann lass mich. Ja, bitte. Hat hier geplinkt? Nix. Ich guck mal, was der Test sagt. Ich komme mal diesmal weiter. Nasenbluten. Es reicht immer noch nicht. Was ist das für eine blöde Achterbahn? Okay. Ich würde sagen, wir erklären sie als gescheitert. Ah, das sind wir hier. Wir klicken nochmal auf Zug. Schöner Zug. Farben. Oh ja, schöne Farben. Oh, Test. Ja, Test in Achterbahn. Schießt der Testlauf ab. Also wir müssen es wirklich schaffen, sonst kriegen wir dieses Bild-Tutorial nicht fertig. Kann ich das vielleicht etwas entschärfen hier? So, das irgendwie durchprügeln können.
Was irgendwas bringt, was ich hier tue? Wieder eröffnen. Kann ich mit der Nummer 1 Umschalt? Umschalt 1? Kann ich das nicht irgendwie? Ah, ich kann jetzt ein bisschen. So, noch ein Versuch. Mensch, man könnte das irgendwie schnell abschließen oder so. Wir beobachten jetzt mal aus der Ferne. Dann können wir hier nochmal, keine Ahnung, Getränkestand. Sagt da bestimmt auch nicht nein. Hier ruckeln denn etwas da unten. Souvenirläden, ja geil, hier so ein Käppi dazu. Ist das daneben noch? Nein. Da geht's hin. Nice. Das gibt's doch nicht! Kriegt die Achterbahn nicht zum Laufen. Nein! Oh. Shift 1 runter? Nee, das war ja dann. Und es ist fast kaum nichts mehr übrig hier von dieser Achterbahnsteigung. Wir müssen doch da irgendwie hochkommen. So. Noch ein Versuch. Oh, wer ist denn hier stinkig? Oh, gar nicht so was wie ein Klo gebaut, ne? Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Irgendwer wird sich bestimmt freuen. Descent kann man mal machen. Nein. Was für ein Kern, was wir schon haben. Hast du jetzt. Oh, das ruckelt wie Sau. Ich komme immer weniger weit. Egal, was ich hier baue. Das ist schön. Oh, ja. Ihr seht ja dann auch, warum ich nicht so der Fan bin vom Achterbahnbauen. Mir macht das nicht so die fette Laune. Baue ich jetzt hier einfach einen Kettenzug rein. Beste Achterbahn. Wo gibt's? Funktioniert das? Hätte ich nicht gemacht? Ja doch, ne? Nur wegen geschlossen. Doch, wir kommen jetzt irgendwie mit dieser Achterbahn durch. Wollt's euch ja nur mal gezeigt haben. Hey, ihr könntet dann definitiv bessere Achterbahn bauen. Auch wenn ich, wie gesagt, das Spiel nicht richtig empfehlen kann. Aber vielleicht ist jemand masochistisch genug veranlagt. Aber trotzdem seinen Spaß mitzuhaben. Mensch, unser Kettenzug funktioniert. Gottes Willen, die ganze Zeit hier vor Kopf. Oh Mann, ey. Schön. Wir hängen hier übrigens. So, hier mal Kettenzug. Wohin geht das? Bis da. Hier auch noch Kettenzug. Beste Achterbahn. Die kann nur gut sein. Aber jetzt geht's eigentlich nur noch runter. Was für lange nicht so viel Bremsen, wie ich hier habe. Können wir nochmal normal machen. So. Achso, jetzt habe ich den Test unterbrochen. Entschuldigung. Entschuldigung. Hat da dahin gepipiet? Das geht ja gar nicht. Wir haben jetzt ein Klo mittlerweile, ja. Fällt euch also nicht so an. Gucken einfach mal, ob die Achterbahn sagt, sie kommt gleich durch. Wenn ich. Ah, ein Würmchen. Hab ich schief hingestellt. Ja, das ist doch Mist. Hier, Regenbogen. Normale Bank. Passt. Wo fährt die jetzt eigentlich? Wo ist sie denn? Ah. Kettenzug-Simulator-Achterbahn? Nicht gut. Definitiv das Geld wert.
Ja, funktioniert das hier? Oh, mitten durchs Gebüsch? Ach so. Hui. Eigentlich zu stören. Oh, oh Gottes Willen. Doch die Bremsen gebracht. Ist die Bahn furchtbar. Ich bin echt Profi. Ich bin echt ein Bauprofi. Ja, bestanden. Damit. Wieso 50%? Ach, müssen wir jetzt noch öffnen? Ja, jetzt sind wir fertig. 5 Euro. Hier 3 Euro, weil Schrumps. Bitteschön. Gern geschehen. Eine Achterbahn bauen. Offiziell haben wir 3 Achterbahnen. Die zählt nicht. So konnte ich die gerade so einfach eröffnen. Aber die habe ich nicht selber gebaut. Hoffe ich. Nee, sieht zu kompliziert aus für mich. Wir haben mal offiziell 3 Achterbahnen. Was ist das Problem, dass das scheinbar dieselben Achterbahnen sind? Dann denke ich mir, den Park erweitern. Nein. Das ist natürlich super, dass ich das für diese komische Achterbahn quasi den ganzen Park gebraucht habe. Sieht auch so aus, als ob ich sie selbst gebaut hätte. Ach ja, es ist ja sehr dunkel. Ich vergaß. Entschuldigung. Da haben wir noch ein bisschen Licht an. Wir wollen ja, dass unsere Leute was sehen. So, guck mal. Eine Lampe hier, ein bisschen Lampe da. Das ist doch schön. Ja, passt hoffentlich. Können Sie mal die Gäste noch ein bisschen angucken. Übelkeit, Toiletten, Bedürfnis, Durst, Hunger, Energie, Langeweile und Spaß. Mag Sci-Fi, ist relativ übelkeitstolerant, hat aber Reizdarm. Das ist natürlich nicht schön. Er muss wohl öfter aufs Klo, ist 4 Minuten da. Übelkeitstoleranz 8. Intensitätsvorliebe, volle Kanne, wie es aussieht. So, hat gekauft für den Park. Eine blaue Baseballkappe hat er schon. Und einen Hamburger. Oh, ich glaube, er muss mal wohin. Souvenirs, Essen, hat da glaube ich nichts. Bin einfach keine Attraktion für mich. Die Wege sind ekelhaft. Kleine Toilette 2 muss wohl erstmal reichen. Blaue Baseballkappe von Hüte, weiße Hüte 1. Ne, heiße Hüte 1. Ist günstiger als erwartet. Entart Park. Ja, in Englisch. Oh, ich dachte, was will er schon wieder? Er will Cordon Bleu essen. Also deutsche Küche oder was? Hochwertiges Restaurant. Okay. Vielleicht. Vielleicht tun wir ihm den Gefallen. Vielleicht aber auch nicht. Ah, oh, das ist hart. Nein, ich will ihn schon dahin haben. Da waren schon 3 Klos. Jetzt muss ja langsam mal reichen. Sieht's denn aus beim Essen? Hochwertiges Restaurant. Wir haben kein deutsches Restaurant. Die Speise. Ein besonderes Geschenk für unsere Early Access Spieler. Hey, hey. Hey, hey. Schick. Ich habe keinen Platz, das zu bauen. Hier. Ich weiß nicht, warum das Englisch ist. Bananensplit, kandierter Apfel, Zuckerwatte, Donut, Eiscreme, perfektes Parfait, Eis am Stiel. Eiswaffel und beruhigende Smoothies. Hat schon was. So, da Levels haben wir noch so. Wir können ein bisschen gucken. Problemcoaster 4-4 war toll. Welche ist denn das? Problemcoaster. Meine? Problemcoaster 4. Scheinbar, ja. Finde ich meine Achterbahn voll toll. Nicht die, die wir jetzt gebaut haben, wobei. Ich hoffe, mein Mittagessen bleibt bei mir, wenn ich Hypercoaster 2, 3 fahre.
Günstiger als erwartet. Ja, ich bin nett, bin ich. Hier Musik. Da haben wir noch nicht viel. Abenteuermusik. Die braucht man nämlich auch. Wir machen fett Gewinn, liebe Leute. Fett Gewinn. Prüfungsintervall. Ich würde gerne nochmal in die Infos gucken. Intensität 10,3 extrem. Sicherheit ist auch schön hoch, das ist gut. Übelkeit, ja, haut rein. Und Begeisterung ist auch hoch. Also ich habe keine Ahnung, warum die Leute jetzt einen schlechten Geschmack haben, aber sie finden meine Achterbahn tatsächlich gut. Ich kann ja fett neu den Preis hochdrehen, ne? Wenn es zu günstig ist. 490%, Beliebtheit 60%. Und da, Gönnung hier. 450. Wenn ihr das so wollt. Das bin. Hui, hui. Ja, was haben wir noch so Schönes? Kanonenkugel. Vielleicht noch eine kleine, die wir hier irgendwie runterkriegen. Pack unser Geld. Wir machen einen fetten Minus. Gegner, verkehrter, Hochgeschwindigkeit. Wingcoaster, 12.000. Ah, das ist die, die hier vorne steht. Würfe sind die, die ich selber gebaut habe. Schätze ich mal. Was siehst du? 10.000. Oh, ich habe es gewagt, drauf zu klicken. Das ist übrigens immer noch sehr dunkel. Das ist natürlich echt schade. Ja, ich habe keinen Platz mehr für noch eine Achterbahn. Ja, das Ziel werden wir wohl nicht erreichen. Eine stehende Achterbahn hätten sie gerne. Stand-up-Coaster. Oh, die muss ich auch echt noch selber bauen. Kann ich auch gar nicht machen, weil die habe ich nicht freigeschaltet. Das ist natürlich höchst ungünstig. Und so viele Punkte haben wir gerade nicht. Müsste ich also quasi erst wieder andere Parks und so erledigen. Oh, Schutzmechanismen ist kaputt. Ach, darum habe ich sie Problemcoaster genannt. Ich verstehe. Ja, ne, aber ihr habt es mal gesehen. Also, schicke Bausystem. Leute, ich finde es echt gut. Das wundert mich zu Tode, aber in Ordnung. Ich muss noch irgendwas bauen, einfach mal, um was gehabt zu haben. Ich habe echt keinen Platz mehr für eine Achterbahn. Ich weiß nicht, wo ich hier noch Achterbahn unterbringen soll. Bisschen gemein, wenn ihr eigene Achterbahn bauen soll und dann kriegt man nur so ein kleines Pupsland. Ich bin halt nicht... Das Ding ist auch groß, ne? Das ist nicht so groß. Ich bin halt nicht die Beste im Achterbahn bauen. Ich brauche ein bisschen mehr Platz für meine Kreationen. Aber vielleicht könnte ich die jetzt auch wieder abreißen und da einfach eine selbstgebaut, also eine richtige hinbauen. Eine vorgebaute. Vielleicht habe ich das Problem mit dem Platzverbrauch nicht so. So hier für die etwas zarter beseiteten. Auch nochmal was hingestellt. Ich bin da jetzt weggerutscht. Ich hab doch nur da drauf gedrückt. Ein paar Blümchen hingestellt. Schicken Baum. Machen wir mal dazu. Was ist mit dir los? Was meckerst du? Ich finde einfach keine Attraktion für mich. Oh. Ist das etwa zu intensiv, lieber Mann? Hättest dich ja vorher mal im Internet umschauen können. Kaufvorliebe. Lieber mittelpreisige Sachen. Energie, Langeweile. Oh, Übelkeitstoleranz nicht so. Ja. Was ist ihr los? Energie ist nicht. Mag kein italienisches Essen. Die mag ich nicht. Geh weg. 3 bis 6. Die sind ekelhaft. Labert doch nicht. Habe ich überhaupt Leute gebaut? Also.
zum Aufräumen. Hat jemand drauf geachtet? Hm. Haben wir überhaupt schon Personal? Hier haben wir irgendeinen. Ja, hier, komm, dann machen wir mal. Jetzt mal rein. Wir machen gerade Gewinn, müssen wir ausnutzen. Lass mal Personal einstellen. Ne, Jungs? Ihr kümmert euch? Wollen wir nicht? Oh, da liegt Müll. Gehen wir mal dran vorbei. Gute Männer. Würde ich auch sagen, gute Damen, aber es sind gerade nur Männer. Ah, oh, eine romantische Bank. Romantische Mülleimer daneben. Boah. Bäume. Es ruckelt so. Und schön. Peter Mülleimer wurde gerade übrigens die Stütze der Achterbahn umgebaut. Das ist natürlich... Das nenne ich gut. Ruckelt so. Es liegt nicht an mir. Ich habe nicht mehr den besten PC, das gebe ich zu. Aber das mit gerade... Was waren es gerade? 24 FPS. Eben waren es nur kurz 12. Das liegt wirklich nicht unbedingt an mir. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Aber ja, ich habe die Grafik hochgedreht. Also das ist das Schickste, was ihr einstellen könnt. Jedenfalls von dem, was ich gerade so gesehen habe. Aber das Spiel ist in 2016. Also irgendwie... Und ich habe es schon mal ausprobiert, auch wenn man runterdreht. Das ist falsch, ne? Nee. Hä, nee, doch. Achso, nee, ich hab schon den. Oh. Also auch wenn man die Grafik etwas runterdreht, es ändert sich nicht allzu viel an der Performance. Da, hier 2 Euro, können wir schon machen. Und so ein paar Vögeln rumfliegen. Kommt das hier so an? Günstiger als erwartet. Na, das ist natürlich schön. Wir machen Fettgewinn. Ja. Euro mehr, bitteschön. Ja, aber da haben wir es auch schon gleich geschafft. Wir sind schon bei 58 Minuten. Damit habt ihr einen kleinen Eindruck in Rollercoaster Tycoon World bekommen. Weiß nicht, was ihr davon haltet, ob ihr es auch so scheiße findet wie ich. Also gerade ist hier so, es ist... Ah, ich tue mich echt schwer damit. So, man kann es aktuell spielen, ihr seht es ja. Wir haben ja ein bisschen was gebaut, wir haben ja einen kleinen Park. Ich bin eh nicht die kreativste, also meine Parks sind eh nicht die allerschönsten. Vielleicht tue ich dem Spiel auch Unrecht, aber ich glaube, auf Steam sind die Bewertungen auch sehr, sehr im Keller. Und wie gesagt, sofern ich weiß und das mitbekommen hatte, auch damals schon, als ich das frisch gekauft habe, es ist nicht lange was passiert. Also das Spiel ist sehr schnell von den Devs dann abhanden gekommen, also liegen gelassen worden. Es ist halt wirklich, wenn man an Konkurrenten denkt, die es alle so gibt, ist es halt wirklich leider nicht gut geworden. Was denn für einer? Ach, das ist Gourmet Gregor! Ach, da haben wir nochmal unseren. Ach, schick. Wir sind drin, im Haus. Plopp. Das ist Gourmet Gregor! Haben wir noch nicht das Okay bekommen? Mag er vielleicht nicht, was wir hier so haben. Also es hätte wirklich deutlich besser sein können. Die Performance-Probleme sind nicht so schön. Oh, er mochte es gar nicht. Hütet eure Zunge, Ed Crash Course serviert Essen, das stopft, aber nicht schmeckt. Für einen Connoisseur wie mich eine Riesenenttäuschung. Wie geht? Ich frage mich auch, wer geht in einen Vergnügungspark, um Gourmet-Essen zu essen? Es ist ein Park. Hier gibt's Burger und Fritten. Hier gibt's nichts Schniekes. Naja, jedenfalls, ihr habt ja jetzt gesehen, wenn er es euch holt, dann wahrscheinlich wirklich nur im Angebot. Also, ich weiß gar nicht, was es offiziell noch kostet. Kann ich hier kurz raustappen, ohne alles zum Absturz zu bringen. Kann ja mal ganz kurz speichern, nochmal in die Option gucken. Speichern. Schreiben. Keine Ahnung, weg damit. Einmal ins Hauptmenü. Schau ich noch mal einmal ganz kurz bei Steam rein.
gebe euch so die neuesten Daten durch. Also alle Rezensionen 25% positiv, dementsprechend gibt es Großteil negativ. Die neuesten kürzlichen Rezensionen, das übrigens 13 Stück sind, sind 38% positiv. In den letzten 30 Tagen. Ja, es kostet in der Deluxe Edition 19,99. Die normale Edition 14,99 und das Upgrade dann auch nochmal halt mal 4,99 €. Das ganze Bündel mit allem drum und dran. Können wir es angucken, was mal da drin ist. Ach, da sind die anderen Parkteile noch mit drin. Gut, vielleicht kann man sich's da drin kaufen. Ich kann leider nicht gucken, was es kostet, denn ich habe alle Teile. Hier Rollercoaster Tycoon Deluxe, Rollercoaster 2, World Deluxe Edition und normale World Edition. Ach so, das Upgrade. Das ist ja super. Also drei gibt's nicht, aber die anderen könnt ihr euch da drin holen. In der Collection. Also so wie ich das sehe, ist es noch nicht besser geworden. Die Meinung der Leute. Ja, Atari, da habt ihr euch wirklich keinen Gefallen mitgetan. Es tut mir leid, das zu sagen. Ich bin ein großer Fan von Rollercoaster Tycoon. Aber das Spiel ist halt einfach... Nicht das Beste. Es ist einfach nicht das Beste. Es hat Bugs, es hat Clipping-Probleme, es hat Performance-Probleme. Hat auch Auswahlprobleme, finde ich. Also es ist jetzt... Guckt euch die Packs an, also... Das schönste Spiel ist es leider nicht geworden. Aber gut, ihr habt's gesehen, wir haben die Rollercoasters einmal durchgespielt, alle vier. Was sagt ihr dazu? Was hat euch am besten gefallen? Was ist euer Lieblingsteil? Sollte man World doch noch irgendwie eine Chance geben, auch wenn nichts mehr passiert, soweit ich das mitbekommen habe? Kann ich auch, glaube ich, nicht gucken, ne, ob es irgendwelche Updates gab. Es gibt natürlich einen Workshop über Steam, also vielleicht gibt es da noch ein paar ganz schöne Sachen, die man sich dazu laden kann. Hättet ihr Bock, das mal auszuprobieren? Oder ja, eher nicht. Übrigens der Shop. Also der Workshop, nicht der Shop. Medieninhalte, Packungen. Global Building Pack. Karten könnt ihr euch runterladen. Würfe, Benutzer generiert. Naja, ich habe ja auch nichts mitgemacht. Also von mir ist hier nichts drin. Gut, aber ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich bei einem neuen kleinen Projektchen. Mal sehen, wie faul ich bin. Ich wollte viel mehr machen im Urlaub. Der Urlaub ist bald vorbei. Tja, hat sich erledigt. Aber hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und bis zur nächsten kleinen, was auch immer sein wird, Spielereihe. Vielen Dank fürs dabei sein und tschüss.